So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hello Loose, heute mit mir, dem Crusader, auf dem Server von Kampfschweine, von einem Admin Fiese Kampfsau. Guter Server, guter Typ. Kann ich nur extrem supporten, den Server. Geht da mal drauf, zockt mal eine Runde, sind gute Spieler drauf, macht auf jeden Fall Spaß, dort zu spielen. Und ja, wir sind heute unterwegs als deutscher Offizier. Ich habe echt jetzt schon länger nicht mehr gespielt, ich wollte gerade sagen eine Woche, aber so lange ist es nicht her. Ich habe das letzte Mal gezockt, glaube ich, am Freitag oder sowas. Ein paar Spiele. Reicht natürlich immer nicht, um warm zu werden. Das dauert eigentlich immer ein bisschen länger. Hart zu sein. Solche Typen auf dem Feld, bin ich auch oft genug. Vielleicht kriege ich mal so einen cringigen Mauerkletterer. Da haben wir wieder zwei. Okay, da steht irgendwo ein Spawn. Das ist jetzt auch mein Spiel. Okay. Soweit, so gut. Gucken wir mal, was wir hier noch anrichten können. Das war ein bisschen dumm von mir, aber ich habe ihre Garni eben schon reden hören. Die hat da unten im Untergrund gesprochen. Mein erster Tod jetzt nach 18 Kills ist eigentlich ziemlich gut für mein erstes Spiel seit langer Zeit, aber ich habe auch den Bildschirm ein bisschen näher rangerückt. Ich bin ja ultra kurzsichtig geworden, damit ich noch kurzsichtiger werde. Ich sollte mal zusehen, dass ich mir eine Brille zulege. Also langsam ist Zeit, das merke ich. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Brille dann halt stört, wenn du die Kopfhörer aufhast, ne? Hast du so eine Brille die ganze Zeit vor deinem Gesicht? Das ist halt irgendwie übel nervig, aber zum Zocken kann ich die ja eigentlich abnehmen. Das Problem ist, dass ich 80% meiner Lebenszeit am Computer verbringe und spiele, also.
keine Ahnung, wo der schon wieder gewesen ist. Ich habe so eine Handbreit Abstand zum Bildschirm, so eine Ellenbogenlänge. Also ein ausgestreckter Arm, nicht eine Ellenbogenlänge, ein ausgestreckter Armlänge Abstand zum Bildschirm. Wahrscheinlich viel zu wenig Abstand. Bräuchte ich mehr. Wird hinderlich, weil ich sehe nur auf kurze Distanz dadurch in 80% der Zeit und meine Augen haben sich jetzt mittlerweile an diese Kurzsichtigkeit gewöhnt und ja, nicht schlecht. Rotwind wieder übersehen. Oben im Haus versteckt sich irgendwo eine Schrotflinte. Erwischt mich, hat sofort der nächste erwischt. Ach, schlecht gelaufen. So gut es vorhin lief, schlechter aim ich jetzt. Nein! Ah, oh, jetzt habe ich nicht auf die Pleuel Für die gedrückt. Verteidigung vom Sant Jahr Marie kein wird Kontakt angekappt, in verdammt. F8. Nein, ich sehe es. P40 haben wir auch schon Ja, lange nicht mehr okay. gespielt. Ist ja Wo ist Close das? Combat hier, nehmen wir die mal mit. Da können wir auch dann ein bisschen schneller um die Ecken gehen mit. Ja, St. Marie muss jetzt defended werden, sonst haben wir ein Problem. Der blutet. Habe ich angehittet, als er reingeboltet ist. Hätte ich anders engagen müssen, aber wir verlieren hinten sowieso. So oder so, hinten ist wahrscheinlich durch. Ne, Captain wieder gegen. Gut. Das ist sogar sehr gut. Weil wenn der Punkt fällt hier, ist das Spiel aus. St. Marie kriegt es nicht wieder. Na, die Kirche darf auf keinen Fall fallen, den Punkt kriegt man nie wieder. Und an die Leute, die im Angriff sind, auf meinem Mike, Garnisonsmarker, wahrscheinlich steht da ihre Garni bei AA Netzwerk. Der Garni wird gerade gebaut. Ja, das ist gut. Und er lebt noch. Auf meiner Leiche, direkt auf meiner Leiche, Angriff Garni von denen, Verteidigung Garni. Na, ich seh dich. Okay, ist vorne im Loch drin. Wie viele sind da gespawnt? 15 Leute? Nee, 10 Leute, ich hab 3 gekriegt. Ich hab die gar nicht. Guter Call. Ja, der. Dann kriegen wir das hier vorne. Ja, Netz ist euch durch. Die beiden Panzer sind auch gut mit vorgerückt. Ich glaube, den PZ-4 hat es eben von einem anderen Panzer erwischt. Jo, PZ-4, ihr müsst da weg. Irgendein Panzer schießt da auf euch. PZ-4, ich rauch dich ein, wenn du dich zurückziehen willst.
wieder ordentlich geballere. Ich mache eigentlich ganz gut Kills, aber es fühlt sich noch nicht flüssig an, noch nicht so fließend. Wisst ihr, was ich meine? Es ist dieser Aim-Saft, der ist noch nicht so richtig da. So, ich spüre, es kommt langsam, aber er ist noch nicht richtig da. Es mangelt immer noch an Supplies in der AA-Netzwerk. Wir können da keine Garni errichten, wenn ihr da keine Supplies droppt. Item, Baker, Hau. Hat irgendjemand was? Hier, Slip-Cord rennt da rum. King-Cord, du hast einen Supplier. War gar nicht so gut im Westen, weil wenn die frontal reindrücken, dann ist das wie so eine Insel der Westen und du kommst da einfach nicht wieder hin. Junge, der ist ordentlich am Brennen, der PZ4 da. Übelster Friedhof, ey. Panther, 76er, PZ4, da liegt ja alles. Der Panzer, der macht's auch nicht mehr lange. Erst mit dem dritten Schuss und dabei war da gar nichts mehr weg. Feindlicher 76er Enemy Tank Mark Mike. Punktgenau steht still, hat unseren PZ4 gerade in die Luft gesprengt. Mike Mark, ja, steht still. Noch. 76er hat eben den PZ4 gesprengt, ja. Ist gerade noch punktgenau, ja. Da habe ich das MG durch die Hauswand weggeholt. Und zusehen, dass wir unseren Panther da nicht verlieren, sonst macht der 76er gleich Schaschlik aus unserem Punkt. Hast du den 76er erwischt? Muss ich gleich mal nachsehen. Negativ, der fährt noch. Ist er gedamaged? Nee. Shit, dann ist er vorgefahren. Mein Reichweiten-Aim war mal schneller besser, ey. Der 76er fährt auf den Punkt. Ist jetzt bei Enemy Tank Mike Mark. Der 76er pumpe ich in den Punkt rein. Vorteil an dem Piece, du kratzt einfach auf Reichweite drauf. Mike, 76er exakt auf meiner Position, der cappt ziemlich stark an, Mike Mark.
Sicherheit steht. Helle Blut ist gar nicht so gut, den Bildschirm so nah von seinem Gesicht zu haben, man sieht gar nicht mal mehr so viel. Bei Counter-Strike macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Bei Helle Blut habe ich das Gefühl, ich übersehe links und rechts an den Rändern einfach alles. Copy. Die 76er zerstört. Hey, hallo, Mr. Andelux. Hallo. Jetzt? Oh nein, ehrlich jetzt? Na bitte, das geht auch. Das tack ich da einfach irgendwie so die halbe Zeit des Spiels irgendwie in so einem dämlichen Busch rum. Heute Abend spielen wir auf alliierte Seite gegen ESPT. Bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Bisher haben wir auf Allies immer nur in so einem Freitagsgemetzel oder sowas gegeneinander gespielt. War auch ganz witzig eigentlich, aber das hat jetzt nicht so. Immer wenn man gegeneinander spielt, da ist immer so eine Prise Salz mit dabei. Muss man ganz einfach so sagen. Eine Prise Salz und Prise Hass ist immer mit dabei. Ich habe hier übrigens ganz gute FPS gerade hier mit 131, 128 so. Die FPS sind wirklich einen Tick besser geworden, seitdem die Team 17 Leute das so ein bisschen geupdatet haben. Hier die Nachladeanimation auch geändert. Ich glaube, das ist noch die alte. Sieht auf jeden Fall gut aus, die alte. Ein bisschen Beschuss am Morgen, verteilt Puma und Dor. Ne? Ja, flup, 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 flup. Da haben wir einen feindlichen Panzer. 76er Mike und Jigmark. Das ist eine Garnison. Direkt vom Hardcap. Ich bin hier frontal davor. Da kriege ich hier wahrscheinlich gleich irgendwie Inf rein. Kommen wir wahrscheinlich auch.
Hey, was ist denn das jetzt? Ich nehme mal meine Sichtunterstützung. Entspannte 200 Meter Abschüsse, die ich hier versuche zu treffen. Nein! Oh, der Panzer hat mich gesehen. Ich kann natürlich ein bisschen weiter gucken, der Kerl im Tank. 76er Pigma. Oh, schwierig, die Panzer hier wieder auszuspielen. Eigentlich wäre es mir ganz genehm, wenn ich mit Aneluxa irgendeinen Pack bauen würde, aber das wird, glaube ich, erstmal nichts. Wer ist auf Cooldown? Wir schauen gerade. Okay. An der Hecke werde ich noch dutzende Leute wahrscheinlich irgendwie erschießen können, aber ich kann wirklich schlecht sehen auf die Reichweite. Die Toolit, der kennt mich. Ganz ehrlich, das ist blöd. Sehen wir mal nach, was wir hier wieder haben. Du Crusader, wo bist du denn endlich in diesem scheiß Tank davon? Der Andelux in den Urwald zog und irgendwo eine Pack aufgebaut hat. Ich kann jetzt Supplies nehmen. Ja, nimm Supplier, nimm eine Pack, bau. Ich werde dich nicht davon abhalten, was zu bauen. Hey, der Tank hat mir gerade voll in den Kopf gebrettert. Jetzt haben wir mich gesehen. Da kommst du nicht vorbei an der Scheiße. Aber ich mach gerade so ein paar Aufnahmen. Der Fallpanzer ist gleich im Camp bei uns hinten. Ja, wenn du jemanden grüßen willst, so einfach reinhauen. Das hört man dann in 2 Wochen irgendwie. Oder in einer Woche. Oder vielleicht lade ich es auch morgen hoch. Keine Ahnung. Normalerweise ist mein Chat immer sehr leise, da beschweren sich die Leute immer so ein bisschen drüber. Ich versuche den lauter zu kriegen, aber Helle, du bist halt so eine launische Chat-Bitch. Ich habe den Chat nicht richtig reguliert. Ah, ich treffe gar nichts, ey. Ah, da steht wieder der Panzer. Wenn der mich wieder sieht, bin ich wieder Matsch. Gar nicht im Hardcore bis raus. Ich drück durch die Mitte durch. Ja, das geht hier nicht. Die passen besser auf. Ja, der Panzer ist nicht gefahren. Das passe ich aber auch nicht irgendwie. Oh, da, die haben die ganze Squad im Bunker rausgedrückt. Was? Den der Verteidigung. Das haben wir. Der Panzer ist sowas von hart wieder auf mir drauf. Der hat so Bock. Der hat so überhaupt keine Lust, dass ich da vorbeikomme. Der Panzer ist komplett hart auf mich fokussiert. Also ich komme da definitiv nicht vorbei. Der steht da so gut. Keine Chance. Wir brauchen einen Park oder sowas.
Ein Leben für ein Leben. Es gibt zwei Panzer, einmal den Aufklärungspanzer und einmal den Heavy im Norden. Okay, mach das ungenau. Ach Mann. Straße guck hin. Ein Gegner fängt an zu pushen, rote Hauptstraße Richtung Punkt der Rue de la Gare. King Mac ist der M8. Jetzt kommt unser schwerer Panzer hier an, ich hoffe, der kriegt den weg. Das ist ein Panzer, der sucht auf jeden Fall. Direkt vorne vor. Links von der Ecke. Hab ich. Er ist mega ausgeraged. Hab ein OP am Haus weg. Spray durch die Ecke. Eben einer gegen mich gekrabbelt. Eben gerade ist ein Gegner gegen mich gekrabbelt, der gerade dabei war, unseren OP zu stimmen. Der ist einfach durch die Büsche durchgekrabbelt und ich bin gegen ihn gelaufen. Wir haben uns gegenseitig geblockt. Er hat aber keine Waffe gezogen. Ich bin dann um ihn rumgelaufen und habe ihn geschaufelt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist, ja, ich finde es immer gut, wenn solche Szenen mitten im laufenden Spiel passieren. Ich habe keine Ahnung, warum die Gegner mich nicht sehen. Weiß ich nicht. Streuselroboter, du bist super leise. Es klingt so, als ob du mit deinem VR-Headset sprichst oder sowas. Hast du mehr als ein Mikro angeschlossen? Ja, Mikro-Quali ist ganz schön trash. Oh, hier, man hat 30 Grad an der Hecke. Ich muss einfach über den SL rüberfahren. Ne? Nicht gut. Hier raus. Vor mir war noch was an der Hecke. Dieser Schmutzpack. Boah, der Panzer. Jo, hab ich auch der Tank. Ich muss beim nächsten Run mal den OP nach vorne ziehen. Ich glaube, wir kommen jetzt weit genug durch. Fox legert schön hier rein aus Westen in den Hardcap. Wir verlieren Cap Race hinten jetzt. Aber wir liegen vorne, glaube ich, vorne. Kann das sein? Nee, wir spawnen jetzt das dritte Mal contestet. Okay, dann keine Chance. Wir verlieren uns davon.
Ne, wir wurden dreimal contestet, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gewinnen, ist sehr gering. Der gar nicht steht. Eine Garni hat einen 40 Sekunden Spawner, einen Punkt durchzukappen dauert 2 Minuten. Das kann ganz knapp noch aufgehen. Haben wir mich jemand im Angriff gestellt? Wahrscheinlich gleich die Seite tauschen. Okay. So, das war eine formidable Runde. Den letzten Kill haben wir uns leider nicht mehr gesnaggelt, weil mein Aim gerade noch zu trashig ist. Aber alles in allem eine gute Runde, ein gutes Spiel. Und ich glaube, ich muss meinen Bildschirm mal wieder ein bisschen nach hinten rücken. Das ist einfach zu nah. Nur ein kleines bisschen. Ja, das ist nicht viel. Aber damit ich zumindest meine 10 wieder noch gucken kann. Guck mal hier nach, 50 Kills, eine solide Anzahl mit 12 Toten, absolut gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, habt einen schönen 1. Mai. Bis dann. Tschüss.